Es gibt viele Orte auf der Welt, welche streng bewacht sind. Neben natürlichen Sehenswürdigkeiten finden sich auch manche, von Menschen geschaffenen Strukturen wie Bunker, ober- und unterirdische Militärstützpunkte und private Lager darunter. Heute stellen wir dir die wichtigsten davon in einer Serie vor. Der Bunker im Berg Yamantau. Von allen geschlossenen Städten in Russland ist mit Meschgoje wahrscheinlich die am schwerste zu erreichende. Sie liegt am Fuß des Berges Yamantau. Er liegt in der zu Russland gehörenden Republik Baschkortostan unmittelbar an der Grenze zur Oblast Tscheljabinsk. In der Nähe des Bergs befindet sich das Naturreservat Schulgantasch sowie die durch Steinzeitmalereien bekannte Höhle von Kapowa. Verschiedene Quellen geben an, dass Bauarbeiten im Berg durchgeführt worden sind. Es sollen über 500 Kilometer Stollen mit einem Durchmesser von 30 Metern ausgebrochen worden sein. Einige berichten, dass es sich um ein Lagerort für strategische Rohstoffe der Russischen Föderation handeln soll. Andere glauben, im Berg sei die russische Version einer Weltvernichtungsmaschine installiert. Eine Maschine, welche im Falle eines nuklearen Enthauptungsschlags, der die russische Führung aktionsunfähig gemacht hätte, ein allumfassender nuklearen Gegenschlag automatisch ausgelöst hätte. Es gibt aber auch Menschen, welche überzeugt sind, dass dort sich eine gigantische Untergrundstadt für Zehntausende von Menschen befindet, in der die Regierung im Falle eines Dritten Weltkrieges Unterschlupf hätte finden sollen. Quellen aus dem Darknet behaupten hingegen, dass im Berg Yamantau die russische Atomforschung beheimatet ist. Da sich weder die sowjetische noch die russische Regierung bisher zum Thema Yamantau geäußert hat, bleibt der wahre Verwendungszweck der Anlage im Dunkeln.